ob du, glaube ich, hast du in deiner Beschreibung schon gesagt, aber hier nochmal ein Detail. Ja, ja. Also ich war katholisch gewesen. Hab auch daran geglaubt, teilweise, weil ich mich nicht genug damit beschäftigt habe. Das heißt ja, später, als man mir dann Einzelheiten dann auch über den Islam natürlich erzählte, aber als ich noch kein Muslim war, habe ich irgendwann mal geglaubt, dass es nur den einen Gott gibt und dass sie nicht gleich ist, aber ich war trotzdem noch kein Muslim. Aber das war halt so mein erster Schritt. Ich dachte mir immer, ja, ich glaube an den einen Gott, aber meine Religion behalte ich. Die haben ihre Religion, ich habe meine Religion und halt, ja. War denn deine Familie so insgesamt halt, wie war die so als von der Religion her? Meine Eltern waren immer so, also die nennen sich schon sehr gläubig. Ostern gefeiert, Weihnachten immer gefeiert, alles. Überall auch in der Wohnung immer Jesus an der Wand aufgehangen oder Bilder. Auch immer daran geglaubt, immer vorbeigingen, haben das so geküsst und Kreuz gemacht, dass ihnen das hilft, haben die immer gedacht. Oder wenn die auf Reise gegangen sind, immer dreimal geküsst und solche Sachen, haben immer daran geglaubt, dass ihnen diese Figuren halt helfen können. Ja, dass sie den weiterbringen können, ihre Wünsche erfüllen können und sowas. Sie haben sich schon auch einmal im Jahr immer in die Kirche gegangen, haben sich immer halt sehr gläubig genannt. Ja. Jetzt, die kannst du sehr lang machen, wie du willst. Möchte ich sogar, dass es lang ist. Wie hast du dich für den Islam entschieden und die ganze Geschichte von Anfang an, wo es halt angefangen hat, irgendwie zu kribbeln, sage ich mal, und dann die Geschichte auch, wie du die Schale ausgesprochen hast, wie du drauf gekommen bist, wer dir geholfen hat, wie du es gelernt hast, alles. Inshallah. Also wie ich zum Islam gekommen bin, das war so, halt, ich hatte diesen Freund von früher und wir gingen zusammen auf dieselbe Schule. Wir gingen zusammen auf dieselbe Schule und wir haben, und damals war ein Junge dort, das war ein Deutscher, der ist Muslim geworden. Mich hat das eigentlich nie weiter so interessiert, aber der Junge, der Freund von mir, dieser Marokkaner, der hat sofort gesehen, boah, der Junge, der ist Deutscher, der ist Muslim geworden und der weiß mehr über meine Religion als ich selber. Und mein Freund, dieser Junge, dieser aus Marokko, der hat immer schon gebetet, so, aber er ist trotzdem noch zu Disco gegangen, hat sich mit Mädchen getroffen und so weiter. Aber er hat gebetet, er hat seine Gebete, zwar nicht jetzt konsequent, aber hat seine Gebete nachgeholt, aber wenigstens hat er gebetet. Ja, und dann, als er diesen Jungen gesehen hat, hat er viel mit diesem Jungen geredet, mit diesem Deutschen, der zum Islam konvertiert ist. Und später habe ich gesehen, dass mein Freund sich auch verändert hat. Dass er angefangen hat, pünktlich zu beten und dass er sich von Sachen distanziert hat. Seine Freundin, er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht auf einmal. Er wollte nicht mehr zur Disco gehen. Er hat angefangen, über den Islam zu reden, mit mir, mit allen möglichen in unserem Freundeskreis. Hat immer nur über den Islam geredet und irgendwann sind dann unsere Wege auch so, obwohl wir von Anfang an, als wir kleine Kinder schon waren, wir waren sehr gut befreundet, immer. Aber als das anfing, danach haben sich unsere Wege so ein bisschen getrennt. Er wollte halt nicht mehr rausgehen abends in die Stadt und diese ganzen Sachen. Aber eine Sache war noch, wir mussten immer zusammen in die Schule gehen. Unser Schulweg zusammen war morgens früh immer. Und ich bin nicht mit dem Bus gefahren, er hatte ein Auto zu dieser Zeit gehabt und deswegen sind wir immer zusammen mit seinem Auto zur Schule gefahren. Auch manchmal mit ein, zwei anderen, die wir dann mitgenommen haben, auch ein paar Freunde, die auch Muslime waren. Und die haben sich immer über den Islam unterhalten. Haben sich immer über den Islam unterhalten. Haben mich immer manchmal gefragt, ja, was ist mit dir eigentlich an, was glaubst du, haben die zu mir gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich glaube auch an Gott, ich bin auch gläubig. Hat gesagt, ja, guck mal, aber bei euch, was ist das mit Jesus, ihr betet Jesus an. Habe ich immer gesagt, nein, ich bete Jesus nicht an. Ja, das war so. Dann habe ich das erste Mal gehört, auch, dass zum Beispiel Jesus, also Isa, dass er auch im Koran erwähnt wird, da habe ich das erste Mal davon gehört. Da war mir die Sache schon nicht mehr so fremd, dann habe ich mich auch... Aber ich habe immer noch in meinem Herzen gedacht, ja, die haben ihre Sachen und ich habe meine Sachen. Und auf jeden Fall, wir sind immer zur Schule gefahren, jeden Morgen, wir sind zur Schule gefahren und die haben immer über Islam geredet und nach der Schule, die haben über Islam geredet. Und er hat mir Videos manchmal gegeben, von Pierre Vogel auch und so. Und ich habe mir das angeguckt. Und als sie auch immer über Islam geredet haben, irgendwie manchmal... Danach habe ich irgendwann mal so erkannt, dass die Sachen, die sagen, dass es eigentlich richtig ist. Aber ich habe das nicht mit meinem Mund gesagt. Aber ich habe das irgendwie in meinem Drin gefühlt, ja, der hat eigentlich recht. Aber der Mensch ist leider meistens so ein bisschen hochmütig und der will das nicht direkt zugeben, so, du hast recht, ja, du hast recht. Hey, weißt du was, du hast recht. Und deswegen habe ich immer so, wenn die von diesem Thema angefangen haben zu reden, dann wollte ich nicht darüber reden.
Aber ich musste in mir drin erkennen, der hat recht darüber und ich konnte auch nicht argumentieren. Deswegen habe ich dann mal, ja, zu Hause habe ich viel nachgedacht immer. Aber ich war trotzdem noch, ich habe trotzdem noch nicht das in meinem Herzen gehabt, ja, ich muss Muslim werden. Und so. Ich habe mir nur gedacht, die Sachen, die sagen, das ist logisch und das stimmt. Der sagt nichts Falsches, der sagt nichts Schlimmes. Dann habe ich auch gemerkt, dass diese ganzen Sachen wie 11. September oder Frau wird unterdrückt, habe ich gemerkt, das hat auch gar nichts mit Islam zu tun gehabt. Das ist eigentlich nur, und vorher habe ich immer so gesehen, wenn ich eine Frau zum Beispiel mit Kopftuch gesehen habe, mit Hijab, dann habe ich immer direkt gedacht, ah, die Frau, die muss sich verhüllen, der Mann darf 4, 5 Frauen haben, die machen das nur, weil die ihre Frau für sich allein haben wollen und die wollen alles Mögliche immer mit jeder Frau machen. Aber dann habe ich verstanden, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass ein Schutz für die Frau ist und dass sie dadurch geschützt ist, so wie ihr Bodyguard halt. Nicht andere Männer sie einfach so billig auch zum Beispiel angucken. Viele Sachen sind mir auf einmal so klar geworden. Was ich vorher ganz falsch gesehen habe. Halt natürlich auch durch diese Medien und im Fernsehen erzählt man nur Schlechtes über Islam. Wenn man den Fernseher guckt, nur schlechte Sachen über den Islam. Ja, auf jeden Fall ging das dann so weiter. Und der Junge hat immer weiter mit mir über den Islam geredet. Und ich hatte damals noch einen weiteren Freund. Der ist auf einmal zum Islam konvertiert. Und ich dachte, warum ist der zum Islam konvertiert? Er war auch voll Christ gewesen. Ich bin zu ihm hingegangen, ich habe gesagt, warum bist du denn Muslim geworden? Ja, ich habe den Koran gelesen und das ist die Wahrheit. Dann habe ich zu ihm gesagt, lese doch erstmal die Bibel. Vielleicht beschäftige ich doch mal mit der Bibel. Also ich wollte nicht so, dass er Muslim wird irgendwie. Ich dachte mir, warum ist der Muslim geworden? Muss jetzt jeder Muslim werden oder was? Auf jeden Fall, dieser Junge ist dann Muslim geworden, auch. Und er hat sich ganz verändert. Subhanallah, er hat sich ganz verändert. Er war ganz, ganz schlimm früher, hat viele schlechte Sachen gemacht. Er hat nicht mal zu Hause geschlafen, auf Straße geschlafen. Er war verrückt und verloren. Aber als er Muslim geworden ist, alles hat eine Regel bekommen. Er ist wieder zur Schule gegangen, er war nett zu seinen Eltern. Er hat gebetet und er hat sich von allen schlechten Sachen rausgehalten. Dann habe ich wieder gesehen, wie das diese Menschen verändert hat. Dann habe ich wieder gesehen, dass Islam eigentlich nicht was Schlechtes, sondern was Gutes. Der Mensch hat sich zu was Positives weiterentwickelt. Der wurde nicht schlechter dadurch oder böser. Er wurde freundlich, nett. Nett zu den Eltern, nett zu den Umgebungen, allen Menschen. Hat sich nicht mehr geschlagen, hat nicht mehr geraucht, kein Alkohol mehr getrunken. Dann habe ich erstmal so entdeckt, ja okay, Islam, das ist nicht was Schlechtes. Aber trotzdem war immer noch in meinem Herzen, ich Muslim, das kann ich niemals werden. Warum soll ich Muslim werden? Wenn der Bruder mich angesprochen hat, immer mein Freund aus Marokko, ja warum, an was glaubst du? Ich habe gesagt, ja, ich glaube an Gott, aber ja warum bist du, und glaubst du, dass, hat mir gesagt, glaubst du, dass nur einen Gott gibt, der kein Mensch ist und nichts anderes? Ich habe gesagt, ja, das glaube ich. Ich habe gesagt, glaubst du, dass Isa Sohn von Gott ist? Ich habe gesagt, nein, glaube ich nicht. Aber trotzdem wollte ich noch nicht Muslim werden, weil ich einfach dachte, so meine Familie hat mir das beigebracht, alles mit Christentum. So habe ich Sachen in meinen Kopf gedacht, was soll dann? Diese Überzeugung war immer noch nicht da, dieser Funke. Und subhanallah, dann eines Tages, ich kann mich noch genau erinnern, ich war mit diesem Bruder, wir waren zu viert, zu fünft am Reden, das war abends. Wir haben geredet und alle sind nach Hause gegangen. Das war bei uns vor der Tür, so an der Bushaltestelle. Alle sind nach Hause gegangen und da war nur noch ich und der Bruder da, mit dem ich aufgewachsen bin. Und dann hat er wieder angefangen, mit mir über Islam zu reden. Er hat von Yawm al-Qiyamah erzählt, Tag der Auferstehung. Und subhanallah, obwohl ich noch nie in meinem Leben etwas von Christentum oder so, was über diesen Tag gehört habe. Und wurde mir das erzählt, der hat auch fast geweint über diesen Tag, detailliert, wie die Menschen sein werden, was passieren wird. Subhanallah, und dass er mir das erste Mal das erzählt hat, dann hat mein Herz so gezittert auch. Ich habe gemerkt, so, meine Haut war, mein Körper war, ich habe daran geglaubt. Ich habe gewusst, wie der das erzählt von Yawm al-Qiyamah, dass es genauso wird das sein. Ich habe noch nie in meinem Leben was davon gehört, aber ich habe gewusst, wenn das kommt, genauso wird das sein, nicht anders. Das passt hundertprozentig. Und dann hat er zu mir gesagt, guck mal, denk viel nach und das ist die Wahrheit. Und subhanallah, als er mir von diesem Yawm al-Qiyamah erzählt hat, er ist dann gegangen, hat mir Hand gegeben, ich bin nach Hause gegangen. Ich kam schon genau und dann habe ich auch, mein ganzer Körper war so ganz am Zittern und dann habe ich in den Himmel auch geguckt. Ich habe gesehen, die Sterne waren da, der Himmel war ganz klar. Ich habe in den Himmel geguckt. Ich hab den Himmel gesehen, so subhanallah, richtig die Sterne, groß. Und dann habe ich erst einmal in mein Herzen gesagt, La ilaha illallah. Nur in mir drin und mein Mund alleine. Ich habe geglaubt, es gibt keinen Gott außer Allah, nur das. Mohammed, habe ich noch nicht geglaubt. Ich wusste noch nichts über den. Ich habe auch gesagt, La ilaha illallah in meinem Herzen. Das war für mich da. Aber trotzdem habe ich jetzt nicht zu den Leuten gesagt, weißt du was, ich glaube, dass La ilaha illallah Allah ist. Ich war ganz ruhig gewesen.
Die Leute haben wieder ein bisschen mit mir über Islam geredet und so, manchmal ab und zu. Videos gegeben von Per Vogel auch. Und dann habe ich auch, immer mehr von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, seine Eigenschaften. Leider heutzutage, in Deutschland gibt es viele Menschen, die heißen mit Namen Muhammad. Und ich hatte viele Freunde, die hießen mit Namen Muhammad. Und die schlechte Sachen gemacht haben. Und deswegen, der Mensch behält das im Unterbewusstsein, in seinem Kopf. Man denkt immer, ja, dieser Name hat mit was Schlechtes zu tun. Weil du kennst Mohammed, dein Nachbar, der aus Türkei kommt oder Marokko, der klaut, der schlägt Leute, der macht schlechte Sachen. Auf einmal hörst du, ein Prophet war da, der heißt Mohammed, dann hat man das, ich habe das immer im Unterbewusstsein so als was negativ gehabt. Und als ich dann darüber auch gelesen habe, wer das überhaupt war, Eigenschaften und dass das die letzte Botschaft war, dass der Islam, der Koran, an alle diese Gesandten glaubt. An Musa, Noah und der Isa, dann habe ich gedacht, ah, das ist, subhanallah, dann ist wieder mein Herz ein Stück weiter aufgegangen. Dann habe ich gesagt, das ist nicht was anderes. Ich habe immer so gedacht, Jesus für uns und Mohammed für Muslime. Dann habe ich verstanden, aha, das ist gleich. Das gibt nur eine Religion. Das ist gekommen für alle Menschen gleich und Menschen haben das dann verändert. Ja, subhanallah, und dann habe ich in meinem Herzen auch gedacht, das ist, Islam ist Wahrheit. Ich habe in meinem Herzen das nur gedacht, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und eines Tages, wir sind dann von der Schule nach Hause gegangen und dieser Bruder aus Marokko ist vor mir gegangen, er hat mit einem anderen geredet und ich habe ihn zur Seite genommen, ich habe ihm gesagt, ich bin sein Bruder, ach, ich will heute Muslim werden. Und der hat sich gefreut, subhanallah. Und ja, und dann, subhanallah, am selben Abend noch habe ich bei ihm zu Hause, habe ich Shahada gesprochen. Und ja, haben wir uns umarmt und ja, alhamdulillah. Aber leider danach mein Leben, ich habe daran geglaubt, ich wusste, das ist die Wahrheit, auf jeden Fall. Ich habe Koran noch, und als ich das, ich habe, glaube ich, Koran noch nie, da noch nicht mal gelesen gehabt. Der Bruder hat mir einen Koran geschenkt dann. Ich habe diesen Koran in Ecke getan,